Ja, schauen wir uns mal die Primfaktorzerlegung der 72 an. 2 hoch 3 mal 3 Quadrat, ne? 9 mal 8 mal 9 ist 72. Okay. Es gibt eine sehr schöne Visualisierung dieser Zerlegung der 72 und die nennt man Hasse-Diagramme. Hasse-Diagramme. Okay. Und zwar folgende Überlegung. Wir basteln uns jetzt mal die Zahl 72 sukzessive zusammen. Und zwar folgendermaßen. Ich beginne hier mal mit der 1. So. Und nehme jetzt die 1 mit der 2 mal. Ne? Dann komme ich hier hin. Mal 2 ist 2 hoch 1. Nochmal mal 2. 2 Quadrat. Und nochmal mal 2. 2 hoch 3. So, 1, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3. Jetzt multipliziere ich diese Zahl mit 3 hoch 1. Schreibt man noch nichts hin. Und mit 3 Quadrat. So, mal 2 mal 2 mal 2 mal 3 mal 3, das ergibt offensichtlich 72. So, jetzt vervollständigen wir mal das Bild. Folgendermaßen. In diese Richtung habe ich die Zweierpotenzen, in diese Richtung die Dreierpotenzen. Also 1 mal 3 ist 3 hoch 1 mal 3 ist 3 Quadrat. Wenn ich 2 hoch 3 mit 3 Quadrat multipliziere, komme ich zu 72. Okay. Was würde passieren, wenn ich 2 hoch 1 mit 3 hoch 1 multipliziere? 2 hoch 3 ist, also 2 mal 3 ist 6. 4 mal 3 ist 12. 8 mal 3 ist 24. Na, ist klar, schauen wir uns diese Reihe hier mal an. 3, 6, 12, 24, immer mal 2. Mal 2, mal 2, mal 2. Klar, in diese Richtung multiplizieren wir immer mit 2. So, was passiert, wenn ich 3 Quadrat mit 2 hoch 1 multipliziere? Dann komme ich auf 9 mal 2 ist 18. 9 mal 4, 9 mal 4 ist 36. Auch hier hinten immer mal 2, ne? Mal 2, mal 2, mal 2. Klar, in diese Richtung multipliziere ich mit 2. Schauen wir diese Richtung mal. Die gehen wir von hier aus. 4 mal 3 ist 12, mal 3 ist 36. In diese Richtung denken wir immer mal 3. So, insgesamt kommen wir hier oben auf die 72. Ist klar. Und das Schöne an dieser Darstellung ist nun, dass alle Teiler der 72 hier drin auftauchen. 6 Teil 72, 18 Teil 72, 12 Teil 72, 36 Teil 72, all diese Zahlen, die hier stehen, teilen die 72. Ja, mit der Primfaktorzerlegung 2 hoch 3 mal 3 Quadrat, wir haben zwei Primfaktoren, die spannen ein zweidimensionales Gebilde auf, so ein zweidimensionales Raster, in dem alle Teiler der Zahl 72 vorkommen. Jetzt nehmen wir noch mal eine andere Zahl, nehmen wir mal die 30. Was ist die Primfaktorzerlegung der 30? Schauen wir mal, die 2 geht rein, das ist 2 mal 15 und 15 ist 3 mal 5, also 2 mal 3 mal 5. Also 2 hoch 1 mal 3 hoch 1 mal 5 hoch 1. Diese Primfaktorzerlegung besteht aus drei verschiedenen Primfaktoren, die ein dreidimensionales Raster aufspannen. Wie kann man das jetzt zeichnen? Na, schauen wir mal. Gehen wir mal von der 1 wieder aus. In die eine Richtung haben wir die 2. Hier haben wir 2 hoch 1. Da endet es auch schon. Wir gehen nur bis 2 hoch 1. In die andere Richtung hier haben wir die 3 hoch 1. Na, in die Richtung multiplizieren wir mit 2, in der Dimension mit 3. Und gehen wir mal nach oben. Mit 5. Ja, hier in die Richtung multiplizieren wir mit 5. Hier haben wir 5 hoch 1. So. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wenn wir in die Richtung gehen und in die Richtung, gemeinsam haben wir 2 hoch 1 mal 5 hoch 1.
dann haben wir hier oben offensichtlich die 10. Wenn wir in die andere Richtung gehen, 3 und mal 5, ne? 3 mal 5, haben wir hier die 15. Okay. Wenn wir das Ganze komplettieren, also wir nehmen mal 2, mal 5 und in die Richtung mal 3, kommen wir auf die 30. Ja? Genauso in die andere Richtung, 3 mal 5 mal 2. In die Richtung ist ja immer mal 2. So. Jetzt fehlt noch was, nämlich der Würfel, der Boden vom Würfel. Ne? So, wenn ich mich hier unten auf dem Boden bewege, mal 2 mal 3, bin ich bei 6. Ja, und wenn ich von der 6 jetzt nach oben gehen bedeutet ja mal 5, dann lande ich bei der 30. Okay, das ist ein Würfelgebilde, ne? Dreidimensional mal 2 mal 5 und mal 3, kriegt man sicherlich auch schöner hin, ne? Mit dem Zeichnen ist immer so ein Ding hier, wenn man da in verschiedene Dimensionen denken muss, deswegen kann man das auch schön basteln. Jana, komm mal her. Hi. Hi. Ja, du hast hier mit Supermac was gebastelt, ne? Genau. Hier sieht man auch gleich das Raster, was du hier vorhin mit der 72 angemalt hast. Nämlich genau hier haben wir die Zweier. Ja, wir fangen mit der 1 an. 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3. Und in die Richtung die Dreier. Könnte man jetzt noch Zahlen ranlegen, ranschreiben, ran irgendwas. Aber so kann man sich zumindest gut vorstellen. So, das kriegt man ja auch noch ganz gut an der Tafel hin. Schwieriger wird es ja, wie man eben gesehen hat, beim Dreidimensionalen. Ne? Ja. Das lässt sich dann hiermit schon sehr schön darstellen. Hier haben wir jetzt ein Gebilde, wir fangen wieder hier bei der 1 an, gehen wieder in diese Richtung 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3. In diese Richtung haben wir die 3 hoch 1 und hier die 5 hoch 1. Und letztendlich landen wir dann bei der 120. Ja. Kann sich jeder mal überlegen, warum landen wir bei der 120? Und genau. Ja, zeichnet, bastelt, gestaltet mal selbst Hasse-Diagramme. Ja. Mit einer Dimension, was sind das eigentlich für komische Zahlen? Ja? Mit zwei Dimensionen. Mit drei Dimensionen. Ihr könnt ja auch mal vier Dimensionen versuchen. Oder fünf Dimensionen. Und dann wird's kompliziert. Dann wird's kompliziert, genau. Okay, viel Spaß dabei.